Freunde, wir haben uns jetzt den zweiten Adventskranz oder Adventsgesteck dieses Mal gezaubert. Wir zeigen euch, wie die gemacht wird. Bleibt dran, viel Spaß. Für unser erstes Weihnachtsgesteck, was ich dieses Jahr machen möchte, habe ich mir ein paar von diesen Dosen gegossen, die jetzt hier aussehen wie kleine Weihnachtsmänner. Die sind doch wohl richtig cool. Und dann kann man die entweder farbig schon gießen und von mir aus nur noch den Bart anmalen, oder man malt sich eben die Stellen an, die man angemalt haben möchte. Ich habe jetzt hier den schon mal so ein bisschen, muss man noch perfektionieren, und dann hat man, hier kann man Kerzenwachs reinmachen, deswegen habe ich mir die nämlich gegossen, Kerzenwachs rein, Docht rein, und dann hast du kleine Kerzen, die dann wie Weihnachtsmänner halt aussehen. Ist doch cool. So, meine Weihnachtsmänner sind dann jetzt angemalt und ich habe sogar Kerze reingegossen, also Wachs reingemacht und doch, dass man das als Kerze nutzen kann. Und das sieht richtig cool aus, finde ich. Muss man bloß aufpassen, dass man vielleicht nicht so viel reinmacht, dass der Hut immer noch mit drauf passt. Ich wollte jetzt den ein bisschen weniger, bin ich dann drauf gekommen hier, dass man eben nicht so ganz voll macht. Aber das muss man sich halt erstmal ausprobieren, dass der Hut dann da besser drauf passt. Dann passt der nämlich perfekt. So, und jetzt muss daraus ja jetzt irgendwie ein Adventsgesteck werden. Das machen wir jetzt. Wir haben bei Thomas Philips diese schönen kleinen, Tabletts oder Untersetzer gefunden. Da mache ich mir einfach zwei alte Brettchenteile rein. Das waren mal Frühstücksbrettchen. Ihr könnt da jedes Stück Holz oder sowas nehmen, was ihr gerade habt. Und da werden die draufgestellt, damit die nicht so tief hier unten drin stehen. Wenn ich jetzt hier noch Deko mache, dann sind die nämlich verschwunden. Habe ich mir gedacht, die kommen einfach auf so ein Brettchen. Man kann überlegen, ob man es festklebt oder nicht. Aber wenn der Adventskranz oder das Gesteck erstmal steht, steht er ja. Dann schiebt man das ja nicht so oft hin und her. Dann steht das ja fest. Die sind ja auch richtig schwer, die Teile. Die wackeln nicht hin und her oder so. So, und jetzt kann man da mit Deko rangehen. Da wir jetzt Weihnachten noch ein bisschen hin haben, habe ich jetzt hier erstmal künstliche Tanne und sowas, dass man das zwar schon mal dekorieren kann, aber eben, dass sich das auch ein bisschen hält. Kann man hier so Tannenzweige so zwischen machen. Als Deko hinlegen. So, dann kann man sich noch andere Deko suchen. Wenn ich irgendwie mal irgendwas gebastelt habe und will das nicht mehr haben, mache ich das wieder auseinander und hebe mir diese kleinen Deko-Sachen immer mal ein bisschen auf, dass man die später mal wieder verwenden kann. Und dann hat man immer wieder so kleine Teile, die man irgendwo so zwischenschieben, zwischenstecken kann. Das mache ich mir jetzt hier erstmal fertig. Also so viel Kram braucht er immer gar nicht drauf. Ein bisschen was Grünes und ein bisschen was, was da noch dazu passt. Ich finde ja immer wieder Rosen schön. Gibt es ja in verschiedenen Variationen. Aus Papier, aus Stoff, aus was weiß ich. Ihr könnt auch echte Rosen dazwischen stecken, wenn ihr wollt. Ein bisschen Schleifenband und schon sieht die Sache toll aus, finde ich immer. Mehr braucht man da gar nicht machen. Und dann kann man die anstecken, wenn man möchte. So, einen machen wir jetzt mal an. Ist ja noch nicht so weit, aber dass man sieht, dass man sie anmachen kann. Und wenn man das Licht wieder also die Kerze wieder ausgemacht hat, kann man den Deckel wieder drauf machen und dann sieht das auch wieder schön aus. Dann sieht man die angefackelten Kerzen halt nicht. Ich finde das eine coole Sache, wo ich die Dinger gesehen habe. Das sind ja kleine Dosen. Habe ich gedacht, das wären kleine Kerzen für ein Adventsgesteck. Findet immer wieder schön. Sieht cool aus. Probiert es aus. Besorgt euch diese Weihnachtsmann-Dosen. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und coolsten Sachen, die wir finden oder machen. Wunderschön. Ja, kann man nicht meckern.